Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vieles wurde ja bereits gesagt. Dennoch komme ich natürlich nicht umhin, auf die Petitionen einzugehen, die sich insbesondere mit dem Rundfunkbeitrag beschäftigen. Gerade im Hinblick auf die Verabschiedung der Gesetzentwürfe zum 17. und 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag während der 108. Landtagssitzung. Denn die Änderungen im Rundfunkstaatsvertrag werden auch weiterhin keine nachhaltige Verbesserung für die im Petitionsausschuss behandelten Bitten und Beschwerden der Bürger mit sich bringen. Und weil diese Änderungen ausbleiben und auf Initiative meiner Fraktion, Frau Borchert, in den vergangenen Jahren eine Reihe von Änderungsvorschlägen zur Entlastung der Bürger abgelehnt wurden, werden wir diesem Treiben nicht weiter zusehen. Ich versichere Ihnen, dass wir auch in Zukunft weiterhin Petenten anschreiben werden und uns nicht von irgendwelchen Drohbriefen der Landtagspräsidentin Brettschneider einschüchtern lassen. Sie, meine Damen und Herren, haben es in der Hand, die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Sinne des Volkes zu ändern, doch das tun Sie nicht. Der Beitragsservice ist nur als ein Beispiel von vielen zu nennen. Wie es um die Petenten tatsächlich bestellt ist, die sich mit der ehemals GZ-Abzockerbehörde, heute Beitragsservice, auseinandersetzen müssen, zeigt ein Brief, den ich von einem Petenten erhalten habe. Zitat: In den letzten Tagen erhielt ich ein Schreiben von Ihnen, der MPD-Fraktion. Es ging um die Abzocke der Rundfunkgebühren. Ich hatte lange mit der Gebührenzentrale gerungen, leider ohne Erfolg. Im letzten Schreiben der Behörde teilte man mir mit, dass man mir sogar meine kleine Rente, die ohnehin schon unter der Armutsgrenze liegt, einziehen wird. Das war eine glatte Erpressung. Ich musste also zahlen, auch eine Petition brachte nichts. Zitat Ende. Sie sehen also, Herr Müller, die GZ-Abzocke kommt heute genauso daher wie vor der Gesetzesänderung. Nur trägt sie heute den Namen Rundfunkbeitrag. Und solange Sie an der Macht sind, ändert sich weder etwas bei der Rundfunkabzocke noch in anderen Lebensbereichen zugunsten unseres Volkes. Vielen Dank.